Hallihallöchen, Leute, eine kleine Ankündigung hier. Frohe Ostern und so weiter und so fort, kann ich euch sagen. Ihr seht mich in diesem Bild und so weiter und so und irgendwie so, so, ja, passt schon. Gut, eigentliches Ding, könnt ihr auch aus dem Titel entlesen. Dies ist ein Projekt, weil ich weiß nicht, was ihr sehen wollt, denn momentan läuft nur noch Tomb Raider 5 und da sehe ich, sacken die Views ganz schön in den Keller und es scheint kaum jemanden zu interessieren, vielleicht ein, zwei Leute von meinen 1500 irgendwas Abonnenten und deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, was würdet ihr denn gern als zweites Projekt sehen? Also ich habe euch da erstmal drei Auswahlen und wenn ihr von denen überhaupt nichts und euch davon überhaupt nichts zusagen würdet, dann dürft ihr euch noch selber was ausdenken und in die Kommentare schreiben. Ich werde mir dann davon was aussuchen, was mich interessiert und so weiter und so fort. Aber bitte schreibt nicht sowas wie Minecraft oder so, weil das werde ich sofort ignorieren. Oder League of Legends, das ist alles derselbe Kram und Bullshit, finde ich. Gut, aber erstmal zur Auswahl wären erstens Digimon World für die PlayZ 1. Das ist ein Spiel, da muss man halt sein Digimon trainieren und so weiter und so fort und muss andere Digimon bekehren und so weiter und so fort. Ein ziemlich cooles Spiel, gibt ziemlich viel zu tun. Ich weiß noch nicht, ob ich das zu 100% machen würde. Würde wahrscheinlich ein relativ langes Projekt werden. Zweite Wahl wäre Suikoden 2. Das ist ein RPG, auch auf der PlayStation 1. Ist ein ziemlich cooles RPG. Denn, was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, denn da gibt es ziemlich viele Charakter und alles, das würde ich auch zu 100% machen, weil es da nämlich zwei Endings gibt. Es gibt ein trauriges Ending, wo alles verkackt ist und so, wenn man halt nicht zu 100% durchspielt, quasi verkackt. Ein gutes und das würde ich halt das Gute holen, also 100%. Das würde ein sehr langes Projekt werden, würde wahrscheinlich 70 Parts oder so in Anspruch nehmen. Also das wäre schon ein großer Brocken, wenn ihr das wählen solltet, dann solltet ihr euch bitte wirklich im Klaren sein, dass ihr das wirklich sehen wollt und wirklich so viele Parts davon euch antun werdet. Gut, dritte Wahl wäre I Wanna Be the Barrage. Das ist halt ein Fangame, nur dass man halt ausweichen muss in jedem Level und so weiter und so fort. Weiß nicht, wie lang das werden wird. Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, kann man sagen. Und na, man kann sagen, Tohu ähnlich. Also ich denke mal, Tohu kennt ihr alle. Also es ist halt ganz viel Kugel ausweichen und so fort, Gedönse. Ziemlich schwierig. So, wenn euch von diesen drei Sachen jetzt wirklich gar nichts zusagen sollte, dann könnt ihr auch noch etwas eigenes schreiben, wenn ihr noch eine Idee habt, was ihr wirklich sehr, sehr, sehr gerne sehen wollt, dann soll es aber auch wirklich nur sein. Und wenn ihr eins von den drei Sachen sagt, dann soll das wirklich auch etwas sein, was euch wirklich mehr zusagt, also wo ihr dann wirklich auch denkt, komm, das kann man sich angucken oder so, weil bei Tomb Raider ist ein seit langer Zeit mal wieder ein Projekt, wo die Views pro Part nicht mal unbedingt auf die 200 kommen. Deswegen, das scheint euch echt nicht zu interessieren, auch wenn es da Töten gibt. Aber trotzdem, Brüste sind nicht alles, genau. Was soll ich sonst noch sagen? Ich glaube, das war's. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ein hässlicher Junge vor der Cam. So, wie auch immer. Also schreibt und so, was ihr sehen wollt und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Projekt, wahrscheinlich morgen schon. Kommt drauf an, wie schnell ihr abstimmt und so. Und jo, ich würde sagen, das war's dann eigentlich auch. Ich werde euch hier nochmal die neuesten Parts und so von den Projekten und alles hier in der Ecke verlinken. Irgendwo hier und da und da. Moment, nee, das ist die richtige, das ist die gleiche Seite. Da, bei meinem hellen Fenster und so. Sieht aus, als würde da irgendjemand eine Laserkanone reinschießen oder so. Egal. Genug Rumgehample und so weiter und so fort. Hurra. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Ich hoffe, ihr seid dabei. See you, Leute.